Dann ist das wohl so. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir unsere Fähigkeiten halt durch trainieren müssen. Also stimmt, wir haben ja noch Nebenstories. Stimmt, da war ja noch was. Ich glaube, die würde ich sogar noch mitnehmen. Ich meine, wir haben bei der Hauptstory alle mitgenommen, dann nehmen wir die jetzt hier auch noch mit. Ich hätte ganz gern jetzt nur... Okay, jetzt ist der Ton weg. Also nicht der Ton weg, sondern die Musik ist halt jetzt irgendwie tot. Keine Ahnung. Sehr ungewohnt, Level 58. Das reicht nicht, dass wir in die Reihen crashen können. Ne, reicht nicht. Bin einfach nicht krass genug. So, da ist die Musik wieder da. Das müsst ihr halt jetzt die ganze Zeit machen, solange wir unten den XP-Buff haben. In die Reihen zu crashen wäre halt viel leichter. Wird halt viel schneller gehen. Man soll ja von denen auch irgendwie die scheiß Drohnenteile bekommen. Naja. Gucken, sind hier irgendwelche D-Medaillen? So, da haben wir Feuer. Hier haben wir Trainingsplatz. Alles Stufe 48. Ich würde sagen, das machen wir noch. Das machen wir gerade mal noch. Ich meine, wenn wir jetzt doch noch ein bisschen mit Future Trunks spielen können, ne? Ich meine, warum nicht? Machen wir gleich mal den Super Finish Buster hier, gleich mal die richtig schweren Geschütze freischalten. Ah!
Dem habe ich ja gerade kräftig mächtig eingeschenkt, du. Ja, jetzt haben wir keine. Haben wir keine D-Medaillen mehr. Schade, schade, schade. Oh, doch das Feuer nicht so weit weg. Naja, gut. Naja, gut. Da müssen wir noch ein bisschen trainieren. Oh, hier sind auch wieder die Medaillen. Schön, schön. Immer schön her damit. Aber ja, so sieht das Spiel jetzt halt aus. D-Medaillen sammeln, dann noch leveln. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ich will ein bisschen Fett aufnehmen. Vielleicht auch auf Gefahr hin, dass die Folge heute später kommt oder gar nicht. Mal schauen. Aber ich habe halt jetzt eine Stunde, wenn ich das halt so schneide wie üblich, in einer halben Stunde oder 20 Minuten. Auch wieder nur zwei, drei Folgen, das ist halt komplett scheiße. Gucken, was Pool hier zu erzählen hat. Er war unheimlich stark. Und er konnte fliegen, sodass er ganz schnell überall hin konnte. Außerdem sah er gut aus, war nett und einfach der Beste. Er war stark, er konnte fliegen und sah gut aus, ja? Ja, wenn du mich fragst, klingt das zu schön, um wahr zu sein. Ja und? Er war stark und weiter? Eine Menge Leute setzen auf Tricks, um stark auszusehen. Und ich wette, bei dem war das auch so. Niemand glaubt mir. Cool, was ist denn los? Oh, Trunks. Jetzt können wir endlich hier zügig alles vorlesen. Ich habe den Leuten gerade erzählt, wie toll Yamchu war. Aber sie haben mir kein Wort geglaubt. Oh, verstehe. Ja, vielleicht ist es für normale Leute schwer zu verstehen, wie unglaublich Yamchu war. Ach, ich wünschte, Yamchu wäre hier. Ich habe nicht das nötige Selbstvertrauen. Moment, vielleicht läuft es ja anders, wenn du mir hilfst, Trunks. Ich soll dir helfen? Was meinst du damit? Naja, was, wenn ich den Leuten sage, dass du Yamchu Schüler warst? Dann könntest du ganz schnell rumfliegen und den Leuten beweisen, dass meine Geschichte über Yamchu nicht übertrieben sind. Du willst, dass ich so tue, als wäre ich Yamchu Schüler gewesen? Aber ich bin Son Gohans Schüler. Ich weiß, aber es wäre ja nur das eine Mal, nur für heute. Oh, bitte Trunks. Ich könnte deine Hilfe wirklich gebrauchen. Ja, 3000 EP. Oder waren es 300.000? Ich weiß es nicht. Kickt da eigentlich auch dann der Boost rein? Oh, bevor ich die abschließe, muss ich mir nochmal so ein Ding reinhauen. Klar, ich werde tun, was ich kann. Danke, du bist meine Rettung. Hey Leute, das hier ist Trunks und er war ein Schüler von Yamchu. Er kann ganz schnell rumfliegen, genau wie Yamchu. Naja, nicht ganz so schnell wie Yamchu, aber trotzdem ganz schön schnell. Außerdem ist er unheimlich stark und kann jeden im Kampf besiegen. Also Yamchu nicht, weil er noch stärker war. Aber Trunks ist auch super stark. Musst du wirklich so betonen, wie stark Yamchu war, Pool? Ach ja?
Das klingt nach Spaß. Okay, stellen wir dich mal auf die Probe. Hol meine kleine Schwester her. Sie ist draußen am Sand, am Strand. Am Stadtrand. Erst Sandstrand, dann irgendwo. Und sammelt Früchte. Deine kleine Schwester? Die hat grünes Haar. Du kannst sie nicht übersehen. Das ist für jemanden wie Trunks gar kein Problem, stimmt's? So, das ne. Ja, das kriege ich hin. Ich bin gleich zurück. Ja, jetzt gibt's die Schwester wahrscheinlich gar nicht oder so. Warum muss ich außerdem die komische Schwester da holen? Der kann einfach sagen, ja dann flieg halt, keine Ahnung, flieg halt einfach mal so in der Gegend rum. Dann sieht er auch, dass ich fliegen kann. Na, ich probiere es gar nicht in die Reihen zu crashen. Ich probiere es nicht. Grünes Haar, das muss die kleine Schwester dieses Kerls sein. Entschuldigung. Ja. Oh, was für ein hübsches Gesicht. Und diese Muskeln, er sieht aus wie jemand, auf den ich mich verlassen kann. Was kann ich für einen gut aussehenden Kerl wie dich tun? Du kommst aus der westlichen Hauptstadt und sammelst hier Früchte, richtig? Ja, das stimmt. Nun, dein Bruder hat mich gebeten, herzukommen und dich zurück in die Stadt zu bringen. Oh, wirklich? Naja, ich war sowieso fertig und wollte mich gerade auf den Rückweg machen. Ich bin also einverstanden. Freut mich zu hören. Okay, ich bringe dich dann mal schnell zurück. Wirklich? Das ist echt sehr nett von dir. In Ordnung, dann halte ich gut fest. Festhalten? Was meinst du mit festhalten? Ah, wir fliegen! Anu? Ich habe deine Schwester hergebracht. Ah, wir sind geflogen. Oh, du bist wirklich geflogen. Das ist ja so cool. Vielen Dank, Trunks. Kein Problem. Also, glaubt dir Pool jetzt? Ja, er hat gesagt, du kannst fliegen und du bist geflogen. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Was? Dieser Yamchu und du, ihr seid angeblich unheimlich stark, ja? Also solange du mir das nicht irgendwie beweist, kann ich das nicht glauben. So, dann. Ja, jetzt wo du es sagst, geht es mir genauso. Ganz ruhig, ich habe die perfekte Idee, wie du deine Kraft beweisen kannst. Ja genau, man hat einfach mal immer irgendwelche Roboter mit Totenkopf in der Tasche. Keine Sorge, die Dinger gehören zu meiner persönlichen Sammlung. Sie sind eine tolle Möglichkeit, uns deine Fähigkeiten zu demonstrieren. Was, das kann doch nicht sein. Einverstanden. Also, schließlich wurde Trunks vom mächtigen Yangchu ausgebildet. Nicht wahr, Trunks? Die Dinger schaffst du doch, oder? So das ne. Ja, das sollte kein Problem sein, aber es könnte passieren, dass ich sie im Kampf zerstöre. Ist das in Ordnung? Du spuckst ganz schön große Töne. Klar, wenn du meinst, du schaffst das, dann nur zu. Okay, wir fahren die richtig schweren Geschütze auf, ja? Ja, warum habe ich gegen die keine Chance? Was ist denn jetzt los? Jo. Okay.
Ja, alles klar, Diggi. Was ist denn jetzt los? Von was kassiere ich nicht so viel Damage, ey? Immer diese kleinen Scheißviecher da weg, ey. Ich bin mir jetzt einfach so ein Ding hier. Wahrscheinlich. Boah, da jetzt mein EP-Ding drin haben, ey, über 30%. Es tut mir wirklich leid, ich habe versucht, nicht so viel Schaden anzurichten, aber ich habe sie wohl doch alle kaputt gemacht. Wow, das war der Wahnsinn. Meine Robotersammlung. Aber ich muss zugeben, das war ganz schön beeindruckend. Es sieht also gut aus und ist stark. Ich habe es euch doch gesagt, der Kerl ist echt stark, aber Yamchu war noch stärker. Ist das nicht so, Trunks? Das stimmt, mein Meister Yamchu konnte ich nie das Wasser reichen. Ja. Das kann nicht sein. Nach so einer Vorstellung bin ich überzeugt, dass du stärker bist als er. Hä? Ja, wenn du so stark bist, dann hast du deinen Meister bestimmt längst überflügelt. Ja. Um ehrlich zu sein, nein. Das sehe ich auch so. Im Vergleich zu dir war dieser Yamchu ein Nichts. Oh. Ja, so ist das, Mann. Du bist der Beste. Also, oh Mann. Ja, ja.
Wow, sie haben die ganze Zeit davon geredet, wie toll du bist. Und dann sind sie verschwunden. Anu? Hey, es tut mir wirklich leid. Ich hatte nicht erwartet, dass es so endet. Nein, es ist meine Schuld. Ich hätte die Leute eben besser davon überzeugen müssen, wie unglaublich Yang Chu war. Cool. Oh, wenn das nicht Pool und Trunks sind. Was macht ihr zwei hier? Ja, also... Ich habe Trunks gebeten, mir dabei zu helfen, den Leuten zu zeigen, wie toll Yang Chu war. Aber es lief nicht so gut. So, ne? Oh, verstehe. Naja, irgendwie verständlich, dass du sie nicht überzeugen kannst, wenn sie sehen, wie stark Trunks ist. Schließlich ist er viel stärker, als Yang Chu es je war. Mama! Der Kerl war viel zu sorglos und nachlässig. Oh, und ich fange besser erst gar nicht damit an, wie er sich gegen Verpflichtungen gesträubt hat. Ich wäre auf jeden Fall auch nicht überzeugt, wenn mir jemand sagen würde, dass er unglaublich war. Oh, mojo, mojo, mojo. Aber naja, er war tapfer, wenn er es sein musste. Er ist nicht davongelaufen, als die Saiyajin oder die Cyborgs aufgetaucht sind. Er hat sich ihnen gestellt und hart gekämpft, um die anderen zu beschützen. So war er immer, schon auf unseren ersten Abenteuer damals. Bulma. Es muss nicht jeder wissen, wie toll er war. Wir alle wissen das schon. Also wir alle wissen das schon. Und wer wäre besser dazu geeignet als seine Freunde, die Erinnerung an ihn wachzuhalten? Stimmt doch, oder Pool? Du hast recht, du hast vollkommen recht. Trunks, vielen Dank für deine Hilfe heute. Es lief zwar nicht ganz so wie geplant, aber ich bin dir trotzdem für alles dankbar, was du getan hast. Das freut mich zu hören, Pool. Da bin ich erleichtert. Und auch vielen Dank an dich, Bulma. Ich habe zwar nichts gemacht, aber gern geschehen. Yang Chu hat außerdem betrogen, war übermäßig emotional und hat gerne die Zeit anderer Leute verschwendet. Aber es ist vielleicht besser, dass ich das nicht erwähnt habe. Ja, ist vielleicht besser. Oh, jetzt habe ich es weggedrückt. Ja, naja. EP, jawohl. Ja, Bulma war einkaufen, alles klar. Gut, 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 gut. Ja, wir haben mächtig eins auf die Hülle bekommen. Aber okay. Mit ein bisschen Heilgegenständen haben wir es ja dann doch geschafft. Oh, ich hätte gern... Oh, hier die plus 50, die hätte ich mir reinhauen sollen. Das wäre nochmal 150.000 EP zusätzlich gewesen, ne? Aber naja, was soll's, was willst du machen? Stufe 63 sind wir jetzt. Wir haben halt unsere besseren Fähigkeiten nicht ausgerüstet, ne? Also wir, ich halt, weil ich wieder so ein... So ein hochintelligenter Mensch bin. Bin ich Buster. Streufeuer-Brandattacke. Was ist der? Ah, der Brandattacke. Steigert der Umfang der Ki-Explosion. Naja, den Brandsturm, den hätte ich schon ganz gern noch.
Hitzekuppelangriff, das ist eigentlich auch alles ganz gut so. Erst Körpereinschlag, dann Hitzekuppelangriff, wobei das auch nicht immer so funktioniert. Das können wir eigentlich rausnehmen, weil wir sowieso nie Unterstützer spielen. Wir sind der einzige Charakter. Das können wir eigentlich noch reinmachen. Verwüstlicher Geist. Kampfinstinkt. König des Ki, gnadenlos. Und dann der letzte Ding bei Stufe 70. Da haben wir ja schon ordentlich was drin. Setkugelmagnet, natürlich. Das ist das. Ja, und ansonsten brauchen wir halt D-Medaillen, damit wir mehr Fähigkeiten freischalten können, damit wir mehr Damage machen und alles und drum und dran. Ja, naja, gut. Irgendwie hätte ich jetzt doch Lust, die Aufnahme zu beenden und doch was zu rendern. 1,5 Stunden. Ja, wären ungefähr 3, wenn halt, ja, weiß ich nicht. Ich will es halt schon irgendwie auf 1/2 Stunden Folgen machen, damit wir hier halt irgendwie mal vorankommen zügig. Aber es sind halt wieder nur 3 Parts. Das, ja, weiß ich nicht. Finde ich halt nicht so geil. Aber ich müsste mich dann halt offscreen hinsetzen, hier ein bisschen sammeln und dann können wir einfach mal zügig die ganzen Sachen hier durchmachen. Ja, ich weiß nicht, ich hätte jetzt schon irgendwie Lust, eine Aufnahmepause reinzumachen. Oder wir machen den Cyborg-Bewunderer noch. Gibt auch nochmal 100.000 EP. Das ist aber nicht hier auf dieser Map, ne? Er ist beim Karmehaus. Ich glaube, 1/2 Stunde mache ich schon noch. Komm, wir machen die. Oder? Machen wir die noch? Ja, nee, komm. Komm, dann kommt. Dafür kommt heute eine Folge. Komm, dann kommt heute rechtzeitig die Folge um 12 Uhr. Dann kriege ich das noch hingebogen. So, dann machen wir das nämlich ganz einfach so jetzt. Dass wir nämlich, genau, das wollte ich noch gucken. Wir gehen nochmal zurück in die Hauptstory. Boah, Son Goku, wie lange habe ich dich nicht mehr gesehen, mein Freund? Hier Gruppe. Dann ist unser Future Trunks jetzt hier ein anderer, oder was? Charaktere, Trunks, Super Angriff Baum. Meteor Vorschlaghammer. Oh ja, der hat jetzt hat. Masenko, Super Masenko.
Limit Breaker Masengo, ja, der hat jetzt halt ganz tolle neue Fähigkeiten. Die wir natürlich alle mal leveln können, weil warum nicht? Jetzt hat er auch noch einen Gnadenlos. Ach ja, wie schön. Brandsturm, hat er die ganzen Fähigkeiten hier nicht? Brandattacke. Finishbuster. Super Finishbuster. Streufeuer, Brandattacke, geführte Brandattacke. Ne, Brandsturm war Ziel. Ja genau, das war unser da. Unser Maschinengewehr an Key-Explosion, genau. Ja gut, es ist halt jetzt das hier alles durchleveln, das... Ja, komm. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Mache ich jetzt... Bringt eh nichts mehr, das zu zeigen. Ich glaube, das mache ich dann einfach... Einfach gleich offscreen. Einfach, damit es gemacht ist. Und, ja. Ans Trainingsgelände müssen wir ja nicht mehr, ne? Trunks, ne. Kriegen wir alles for free. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Aufnahme. Beim nächsten Mal dann noch die drei Nebenquests. Das wird auch ziemlich zügig gehen. Und dann, dass wir den Bardock-DLC mal anfangen. Und ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht noch ein zweites, also ein neues Let's Play anfange. Und zwar habe ich mir da überlegt, da gibt es so ein ganz lustiges Spiel, das heißt Godlike Burger. Fand ich ganz lustig. Das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht nicht so der Hammer. Dass man sagt, so, yo, das ist der AAA-Titel, der jetzt hier richtig angesagt ist. Aber ich finde es lustig. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich Let's Play halt die Spiele, auf die ich Bock habe. Und das ist eigentlich ein Spiel, das würde ich schon irgendwie gerne Let's Playen. Ja, mal gucken, dass ich das dann halt so mache, dass ein Tag Dragon Ball kommt, einen Tag dann dieses Godlike Burger und dann... Ja, keine Ahnung, vielleicht findet ihr das auch lustig. Ich finde es witzig, auf jeden Fall. Falls ihr schon mal davon gehört habt, könnt ihr ja... Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Irgendwie hätte ich jetzt gerade das Bedürfnis, da durchzufliegen. Und ich laber schon wieder so viel und dabei wollte ich doch jetzt ausmachen. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mal schauen, vielleicht mache ich auch irgendwas anderes, ich weiß es noch nicht. Oh, Endzone. Vielleicht hätte ich Bock auf Endzone. Endzone, A World Apart, das war auch geil, das Spiel. Mal gucken. Gut, das war's jetzt auf jeden Fall. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.